Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS19 hier auf der Karte Oberkrebach am Sonntag. Sie heißt aber nur Oberkrebach, nicht am Sonntag. So, pass auf, ich mache noch ein, zwei Schaufeln rein und dann gucken wir mal wegen Gärreste, ob wir es auf dem Feld verteilen können. Und dann müssen wir mal weiter gucken, was die Planung macht. Kartoffelmogul. Ne, das war ja unser großes Projekt. Da, jedes Projekt fängt ja mal klein an, oder? So, kommt eine noch. Aber wir brauchen ja ein bisschen Ausgangskohle, weil 20 Uhr wollte ich ja dann die Nacht überspringen. Muss auch gleich noch den Drescher abtanken. Ja. Der gepflegte, liebevoll angelegte Silageschaufel. Aus. Ach, guck mal, jetzt hier auch dieses Rohr, wo du siehst, wie viel drin ist, ne? Mal ein Stück vorfahren, oder? Was nur ein Wunschdenken. Hallo. Das war doch hier. Okay. 108.000 Liter. Wow. Bin echt mit Druck reingetankt hier. So, dann legen wir mal los. Hier mit der Helfer. Da finde ich die Textur echt cool, muss ich sagen. Sieht echt gut aus. Ja, nur das ist immer so schwierig mit dem kleinen Fass, ne? Das ist ja ruckzucki wieder leer, aber warte mal, wir spielen es mal hier hin. Zum Drescher. Jetzt wird heute Abend hier noch fertig mit dem Feld. So. Hopp. Das Rohr hier einfädeln. Bisschen verteilen das Ganze. Und die hat ja auch so eine Rohrbeleuchtung, ne? Ja, so einen kleinen Schein von der Seite. So, wieder rein.
Dann setzen wir den mal wieder an hier. Muss ich nochmal überlegen, wie ich jetzt gleich das Kartoffelding aus dem Shop holen will. Na gut, wir könnten ja den. Oh Gott, guck, der Weiterpferd, der wahrscheinlich auch macht. Den einen Traktor da abziehen vom Feld. Aber mit der Gerste, das müsste doch nicht so reichen jetzt, dass der da schon nicht mehr ganz voll wird. Wir können auch selbst zum Anhänger fahren, oder wir holen ihn dann später ab. Gerste läuft noch. Der ist auch gleich soweit. So, dann. Wollen wir mal auffüllen. Ja, so ein bisschen ungünstig mit der Pflegebereifung, ne? Und euch geht's gut, hoffe ich. Ich habe heute schon Sport gemacht, ich werde ein bisschen rudern. Nein, nicht draußen rudern, aber draußen war ich auch. Ne? Sonne geschienen, war echt herrlich geil. Und, tja, aber sportliche Vorsatz schon wieder am Arsch, weil, meine Freundin hat ja, wie heißt denn das Ding hier, mit Apfel und so aus dem Backofen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Apfelstrudel, genau. Mit, mit Eis. Ja. Ich konnte nicht widerstehen. Naja. So mit dem Sport und so ist man irgendwie auf Null. Dann geht das doch. Man muss ja auch mal genießen am Sonntag. Ne? Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen in der Sonne gelegen. War schon geiles Wetter. So, genug Geplänkel. Wieder zur knallharten Arbeit hier. Läuft. Der läuft auch. Und weißt du was? Wir müssten noch mal den Traktor umsetzen. So. Der kann nämlich auch schon mal anfangen, auf dem nächsten Feld zu grubbern. Da muss ich jetzt doch den Anhänger wegnehmen schon mal. Mir vorne an den Rand stellen. Ne? Ja, hier wird es gehen. So, bei den beiden Feldern nicht stören. So, ein paar rüber zum Shop. Ich überlege nur, ob ich gerade einen Frontlader, also für meine Palettengabel. Ich meine, wir nicht nur, dass wir
ja neuen Jünger brauchen, sondern wir brauchen auch noch so eine Kartoffelkiste. Damit ich dann... Wir haben ja noch Kartoffeln im Lager. Damit ich dann die Legemaschine auch befüllen kann, ne? Denn das Geld können wir uns ja sparen. Saatgut zu kaufen. Oh, hier ist sie nicht, dann müsste sie vorne auf dem Hof sein. Ich wollte erstmal die kleine Legemaschine kaufen und dann später können wir dann wieder eins aufstocken, dass wir dann die Maschine nehmen aus dem neuen DLC, die dann auch düngen können. Ne? Wir brauchen hier auch, was sie auch noch ins finanziell reinhaut, müssen wir die Kartoffeln ja auch irgendwie wieder aus der Erde kriegen. Und ich weiß gar nicht, ich meine, Couchschlagen musst du, glaube ich, nicht, wenn du jetzt die neuen Gerätschaften da willst. Das müssten die ja eigentlich irgendwie dann mitmachen, ne? Diese kleinen, die dann Kartoffeln da ausgraben. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Fleißiger Bauer. War ich doch schon immer. Jetzt erst die Auszeichnung. Oh, hab ich gleich vorbeigelassen. Sehr nett. So, dann Helfer steht wieder. Güllefass ist leer, das ist auf Dauer auch doof. Also gerade wenn wir damit öfter mal düngen wollen, dann müssen wir uns aber was einfallen lassen. Jetzt gucken wir mal nach der Kartoffeltechnik, ne? Wir wollten ja jetzt hier... Nee, nicht Krümme. Doch, Krümme. Das waren, das sind die neuen, ne? So, und genau, und die hier ist halt noch mit, die hat 800, die hat 500 Liter. Boah, Alter. Wie oft will man das Ding dann befüllen? Ich bin gespannt. Wenn das zu eintönig wird, wird die schnell wieder verkauft, aber... Die würde ich jetzt gerne mal probieren, die GL32E. Verändern kannst du da nichts, auch keine Farbe oder so. Nehmen wir mal. Kostenpunkt 10,8. So, und dann musst du was haben, was die rausholt. Ne? Und das ist dann hier die kleine Erntemaschine. Die macht dann quasi Schwaden. Die hier auch, die ist so ein bisschen breiter. Ja, wir wollten ja klein anfangen, haben wir gesagt. Ob das so eine weise Entscheidung ist, klein anzufangen. Naja, werden wir sehen. Okay. Achso. Jetzt hätte ich fast die Kartoffelkiste vergessen. Paletten. Zuckerpalette-Dings. Eine leere, würde ich. Befüllbare Palette, genau. Sehr schön. 350. Schon teuer, oder? Ja, mal gucken, wie die dann da reingehen. Was nur 41. So, hier bald so weit, dass wir dann die Nacht überspringen. Oh, ist die klein. Ich meine, die hat den echten Vorteil, dass unser kleinster Traktor die wir nutzen können. Ne? Ja, ist ganz neckisch, oder? Waschen hier.
So, blinke das gleich mal an. Wir müssen eh zum Hof erst. Müssen jetzt mal einen Schwung Kartoffeln holen. Sind ja eingelagert. So, gucken wir, ob das so geht. Kartoffeln. Die ist auch voll. Hallo? Ach, scheiße. Oh. Da läuft die Kiste gleich unten wieder raus, aber... Wollen wir ganz schnell wegfahren? Naja, jetzt. Kommt nix. Nee, so macht das keinen Sinn. Dann muss ich das mit dem Anhänger rausholen und dann... Doof. So geht's auch nicht, ne? Wäre ja auch zu einfach. Und wenn ich die einfach wegschiebe, wenn ich die jetzt voll mache... So. Ein Versuch noch. Jetzt komm schon. Hier ganz geschmeidig. Ganz knapp. Nein, nein, nein! Gut. Nacht überspringen nach meiner nächsten Folge. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Lösungsvorschläge. Immer willkommen. Euch einen schönen Restsonntag, YouTube. Macht's gut. Ciao.